Willkommen zu Turi Genesis, einem, ich sag mal, einem teilweise Turi-Nachfolger. Wir hatten ja schon Turi 3D und Turi 2 durchgespielt und hier bekommen wir nun einen ganz kleinen Nachfolger zum 31. Anniversary zu Sonic the Hedgehog, deshalb auch Genesis und deshalb auch diese sehr harte Sonic-Anspielungen hier im Logo und in der Musik und auch vom, ja, auch so vom Level-Design könnte man schon sagen, weil allgemein Turi und allgemein die ganzen Turi-Spiele sind ja auch sehr inspiriert von Sonic the Hedgehog und genau, das Spiel ist kostenlos. Die Turi-Spiele sind ja normalerweise 1 Euro pro Game und wii! Hier sehen wir schon wieder ein paar Elemente von Turi 2. Falls ihr die anderen Turi-Spiele nicht gesehen habt, könnt ihr euch gerne, ja, hier vor oder nach dem Spiel hier mal anschauen. Hier sieht man Sonic-Schuhe, auch cool. Ja, da bounce das hier nicht, normalerweise bounce das immer, also kann man da immer drauf bouncen, ja. Genau, also das Spiel ist auf jeden Fall sehr groß damit aufgebaut, dass es halt sich wie ein Sonic-Spiel spielt. Also vor allem dieses Spiel hier, die anderen Spiele natürlich auch, aber vor allem das hier. Genau. Ich habe übrigens das Spiel auf Steam hinzugefügt, das Spiel ist nicht auf Steam, das Spiel ist auf itch.io. Aber falls ihr mit Controller spielen wollt, empfehle ich euch, es über Steam hinzuzufügen, damit Controller richtig funktioniert. You can double jump, richtig. Ja, das Spiel ist auch so für Leute, die noch nie Turi gespielt haben, aber mal ein bisschen reinkommen wollen in das Spiel. Ich finde es aber tatsächlich gar nicht mehr so einfach. Das ist wirklich nicht einfach, dieses Spiel. Allgemein, die Turi-Spiele waren nicht unbedingt schwer, aber auch nicht unbedingt einfach. So ein Mittelding, würde ich sagen, waren die Turi-Spiele immer. Aber auf jeden Fall ein bisschen schwierig für Neueinsteiger in Videospiele, aber auf jeden Fall einfach für Leute, die schon ihr Leben lang, sage ich mal, solche Spiele gespielt haben. Das ist schon einfach. Aber einfach muss nicht schlecht sein. Hier haben wir so eine Sonic-Box. Kriegen wir ein Power-Up. Oh, wir haben jetzt verpasst. Oh nein! Tja, das werde ich wohl am Ende dann mal nachschauen. Weil jetzt werde ich erstmal. Ja. Okay. Moment mal, bin ich jetzt am Anfang? Tatsache, ich bin hier ganz am Anfang wieder. Okay, dann habe ich hier irgendwas verpasst. Dann muss er hier eigentlich irgendwo noch der erste Kristall sein. Ach, da, guck mal, der bleibt sogar eingespeichert, gesammelt. Okay, da kann ich nicht hoch. Lass uns mal etwas genauer umschauen, weil ich muss auf jeden Fall irgendwo verpasst haben. Ich meine, dieses Spiel hat 3 Level, soweit ich das richtig verstanden habe. Nee, hier ist nichts. Komm mal noch nicht hoch. Genau, es hat 3 Level, glaube ich. Und die sind alle ungefähr gleich lang. Dauern nicht lange, so 5 Minuten für ein Level ungefähr. Also zumindest, wenn ich mich jetzt nicht die ganze Zeit so schlecht anstelle wie jetzt gerade. Da kommt man nicht hoch. Da, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Hab ich's auch gesehen? Komm ich da hoch? Oh nein, da kommt man nur so hoch. Nee. Oh mein Gott, ich hab's! Oh, das war extrem schwer. Ich saß wirklich super lange hier dran. Und schaut mal! Wer da ist! Den kennen wir doch noch. Und guck mal, was er da hat. Voll cool. Den kennt man. Für alle, die... Wow. Für alle, die Turi-Spiele noch nicht gesehen haben, wie gesagt, ihr verpasst was. Schaut sie euch unbedingt noch an. Ja. So. Da sind wir wieder an Ort und Stelle. Die können wir leider nur besiegen, wenn wir den Boost Dash haben. Den hier. Deshalb nicht in die Reihen rennen, wenn das geht. Ja. Ich glaube, die sind aus Turi 2, aber bin mir gerade nicht sicher. Ich meine schon. Oh, da unten. Was ist denn das? Ist das das dritte? Oder was ist das? Ich will nicht zu schnell rennen, weil sonst verpasse ich das noch. Ja, ja, das denken wir mich da wegkriegen von. Was bist du denn? Hi! Der angelt hier irgendwen. Cool. Ja, viel Erfolg beim Angeln. Viel Erfolg. Ja, dieses Spiel gibt es schon seit, ich glaube, jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, seit knapp 2 Monaten oder so. Ich habe es leider völlig verpasst. Also, ich wusste gar nichts von diesem Spiel.
Deshalb ist diese Anniversary jetzt auch ein bisschen spät, aber okay. Ich bin sowieso nicht so ein riesiger Mega-Fan von Sonic. Was ist das denn für ein cooler Outfit? Richtig cooles Outfit so. Also, am Anfang dachte ich so Polizei-Outfit, aber jetzt denke ich eher so Power Ranger oder so. Polizei wegen der blauen Farbe. Aber auch egal. War mir gerade ein bisschen blöd, egal. Sieht cool aus hier. Und ich muss sagen, die Musik ist echt cool. Also der erste Soundtrack war schon richtig cool. Der hat sich schon so richtig wie, ja, wie ein Sega Genesis Spiel Soundtrack angehört. Und das soll es ja auch sein. Und der hier ist auch nicht schlecht. Ah, den nehmen wir natürlich mit. Wir nehmen hier alles mit. Wir machen hier 100%. Ihr kennt mich. Ich muss aber dazu sagen, ich war kurz davor aufzugeben bei dem allerersten Level. Weil das war mir einfach zu krass. Oh nein! Da musste ich sogar. Das war sogar gut, weil jetzt habe ich gesehen, dahinter war sogar noch was und da muss ich wieder krass speeden. Okay, also die Kristalle. Solche Kristalle gab es eigentlich noch nie in Tori. Solche drei Sammelgegenstände. Gibt es auch in Mario, die Starcoin zum Beispiel. Das gab es eigentlich noch nie in Tori und deshalb ist das. Ja, war was anderes, sage ich mal. Ungewohnt auf jeden Fall. Okay, wo ist es? Da ist es. Okay, let's go. Das krieg ich hin. Achso, von hier muss man das machen. Ah, Moment. So, und jetzt von hier runterspringen. Whee! Klang. Oh, unser Kumpel. Der angelt mal wieder da unten. Okay. Und wir haben schon wieder eins verpasst? What? Das kann doch nicht sein. Wo soll denn hier am Anfang was gewesen sein? Sehr seltsam. Warte mal. Ich habe was gesehen. Ja, oh mein Gott. Darf ich hier stehen? Okay, ich darf hier stehen. Geh. Okay, ich gehe ja schon. Komme ich jetzt wieder zurück oder muss ich jetzt hier... Ah, hier, hier komme ich wieder zurück. Hä? Ah, lol. Okay. Na gut, da haben es gefunden. Dann ist ja alles gut. So, beam me up, Scotty. Ab nach oben. Wow, das war knapp. Und weiter geht's. Mit dem speedy Gameplay. Aber laut den Sternen ist es hier schon fast vorbei. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht schon vorbei sein. Ich sehe nichts. Hier ist das Ende. Aber hier unten sind Sonic-Ringe. Und der letzte Kristall. Oh. Okay. So, dann rennen wir mal ganz schnell ab ins Ziel. Okay. Ja, so ist das Outfit. Interessantes Level. Das andere mochte ich mehr, aber alles gut. Ist ja trotzdem ein gutes Level und wow. Hier hat aber jemand ganz viele Farben gekotzt. Und was bist du? Was? Oh, schaut mal rechts. Da haben wir eine Map. Das ist ein Wettrennen. Oh Mann, und da muss ich alles sammeln? Okay, let's go. Okay, warte. Yes, let's go. Aber ich kann doch nicht meine Kamera so schnell genug drehen. Und ich habe nicht alles eingesammelt. Okay, wir machen beim ersten Durchlauf hier kein Speed-Wettrennen, sondern ich versuche erstmal alles zu sammeln. Ich weiß, ich habe einen Stern schon verpasst, aber den können wir... Aber die restlichen Sterne können wir gleich noch versuchen einzusammeln. Weil das ist auf jeden Fall ein Level, da werde ich wahrscheinlich länger dran sitzen. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Da lag eins. Wo ist es denn? Hier war noch eins. Ich dachte, ich hätte eins gesehen. Doch, hab ich auch. Eieiei, gut versteckt. Und das ist zum Glück der erste. Leider ist das jetzt schon am Ziel und das heißt, er wird jetzt mich wahrscheinlich killen dadurch, oder? Hä, bleibt jetzt am Ziel? Schau mal, er bleibt jetzt am Ziel. Was soll das denn jetzt heißen? Habe ich jetzt komplett verloren? Oder ist das nur ein Bug? Nee, er respawnt nicht mehr. Hier sind noch ein paar Sterne. Ding, 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 ding.
Okay, es ist aber auf jeden Fall ein sehr großes Level. Sieht man ja an der Map, dass das größer ist als die anderen. Aber ich verstehe jetzt wirklich nicht, ob ich jetzt das Wettrennen verkackt habe oder so. Weil ja, ich kann jetzt irgendwie nichts mehr machen. Dass der sich wieder zurückstellt. Und ich muss aufpassen, ich glaube, hier ist nämlich was. Yep. Oh, unser Freund angelt wieder. Yeah. Okay, einer fehlt uns noch. Und dann würde ich gerne das Wettrennen nochmal von vorne starten, wenn das geht. Also erstmal sammeln wir alles ein. Aber das wäre echt böse, wenn das so gedacht ist, dass man mitten im Wettrennen alles einsammeln soll. Und das so richtig knapp bemessen ist. Das wäre böse. Ich hoffe, das ist nicht so, dass ich gleich komplett restarten muss oder so, weil das Spiel sich irgendwie denkt, nee, du hast das Rennen nicht richtig gemacht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Aber auf dieser Karte wirkt es wirklich wie ein Wettrennen. Also, keine Ahnung. Aufgepasst, hier ist irgendwo noch. Oder gibt der mir das Letzte? You loser. Moment, da hinten ist es. Vielleicht kann ich das erreichen mit dem Boost. Und danach will ich es nochmal versuchen. Als richtiges Wettrennen. Yes. Wow, was bist du denn hier? Okay. Cool. Okay. Gibt es jetzt ein Level Select noch? Ich würde gerne... Genau, play as Super Tori. Ah. Ja, das war's schon tatsächlich. Das war's. Aber war cool. War ganz nett. Aber ich würde tatsächlich gerne nochmal dieses Wettrennen nochmal versuchen. Darf ich das? Ja, die Musik war echt cool. Vor allem vom ersten Level fand ich das ganz cool. See you next game. Ah, ich muss alles von vorne machen. Wow! Ich leuchte und ich trampe mega schnell. Wow, wow. Ach, soll man so die ganzen Sachen bekommen? Soll man so da hochkommen? Nee, auch nicht. Okay, keine Ahnung. Wow. Alter. Das ist ja ein richtiges Speedrunning-Game jetzt geworden. Ich meine, war es auch vorher mehr oder weniger, aber vor allem jetzt. Oh, ich bin jetzt extrem schnell. S-Rank. Ich bin zu schnell. Ich komme damit nicht klar. Ich bin viel zu schnell. Ich kann alles zerstören, wie ich will. Weil ich so heftig stark bin oder so. Ah. So, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen unfair, aber versuchen wir das Wettrennen erneut. Und oh mein Gott, ja, das ist sehr unfair. Oh, oder auch nicht. Oh, oh. Nee, es ist doch relativ fair. Ja, tatsächlich, das ist richtig gut. Come on, come on. Wow. Ich treffe leider nicht jeden einzelnen Boost. Und ich habe verloren, oder? Ich krieg keinen Boost mehr. Doch hier. Ich sehe nichts. Ich habe keine Zeit, die Kamera zu drehen. Ich muss die Kamera drehen. Und sehe ich noch weniger. Verdammt. Der hat mich aufgeholt. Ja, das krieg ich nicht mehr hin. Ja, komm, ich kann mich killen. Aber das ist das Blöde. Wenn das einmal geschafft hat, dann kann man sich resetten. Doch, Restart. Ah, doch, jetzt. Okay, doch, mit Restart geht das. Okay. Okay, ich brauche eigentlich so ziemlich jeden Boost, den ich bekommen kann. Nur leider muss ich auch was sehen können. Und deshalb ist das das Schwierige. Das war schon immer so bei den Tori-Spielen. Dass du halt die Kamera manuell drehen musst. Die bewegt sich leider nicht mit dir mit. Das finde ich wirklich sehr schade. Weil das fehlt dem Spiel irgendwie. Dass man einfach nur mindlessly spielt und rennt. Und man nicht immer auf die Kamera achten muss. Und vor allem hier merke ich das. Wie viel schwerer es alles macht, dass ich halt nicht so gut sehen kann alles. Okay, wir sind Kopf an Kopf, Kopf an Kopf. Komm schon! Yes!
Yeah, vor ihm. Oh, da ist er traurig. Tja. Und das war Turi Genesis. Ein ganz cooles Spiel, ganz nettes Spiel. Könnt ihr euch kostenlos downloaden, falls ihr drauf Bock habt, unten in der Videobeschreibung. Und ja, falls euch Turi jetzt irgendwie interessieren sollte, ne, klickt mal irgendwo an der Ecke und dann werdet ihr rüber geportet zu einer der Turi-Spiele, welches ihr auch haben wollt. Ja, es gibt nicht nur zwei Spiele von Turi, sondern auch DLC und Erweiterungen und was auch immer. Also, ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, Leute.